Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna, schön, dass ihr heute dabei seid. Heute möchte ich zusammen mit euch einmal in die Sarah Harrison X About Food Box reinschauen. Die hat mich jetzt vor ein paar Tagen erreicht. Wir schauen jetzt gleich einmal hier in diese tolle rosane Box rein. Ich bin mal gespannt. Bevor wir das tun, freue ich mich natürlich immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Ich freue mich auch immer über ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr mir einen netten Kommentar hinterlasst, sei es einmal zu der Box, sei es zu den Produkten, sei es zu irgendwas anderem, was euch gerade einfällt. Ich bin immer relativ offen. Und auch in diesem Video gibt es wieder was an einen von euch zu gewinnen. Also ich verlose an einen von euch was, und zwar wieder eine zusammengestellte Beautybox. Da dürft ihr euch überraschen. Ich stelle euch da was Tolles zusammen. Was ihr dafür tun müsst, schreibe ich euch unten einmal in die Infobox rein. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen und wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen. So, meine Lieben, also so sieht die Box hier einmal aus. Sie ist erhältlich bei About Food. Erscheint alle 3 Monate. Genau, also sprich, das ist jetzt die Februar-, März-, April-Box. Die nächste bekomme ich dann im Mai. Ich habe immer noch dieses 12-Monats-Abo, zahle 26,90 Euro. Es gibt aber auch diverse andere oder 2 andere Abo-Varianten, flexibel oder diese Halbjahres-Abonnent heißt es dann, glaube ich, genau. Schaut einfach mal gerne nach auf der About Food Box. Ich schreibe euch auch unten wieder alle Infos dazu einmal in die Infobox rein. Schaut da einfach mal gerne, wenn es euch interessiert. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal hier gemeinsam rein. Wir haben hier Beauty-Produkte, wir haben hier Food-Produkte drinne. So 6 bis 8 in der Regel sind hier immer enthalten. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt hier mal überraschen. Hier steht einmal drauf, Full of Love. So sieht es einmal aus, wenn es bei mir ankommt. Ich muss jetzt hier einmal den Klebi abmachen, deswegen wird es jetzt ein bisschen lauter. Und dann haben wir es auch schon. Jetzt ein Blick in die Box. Genau, wir schauen jetzt hier gleich einmal gemeinsam rein. Wir haben hier ein Heftchen dabei. Sarah Harrison und About Food. Dann steht hier halt einmal ein kurzes Intro drin. Dann haben wir mehr Infos über die Produkte, die hier drin enthalten sind. Und wir haben ganz, ganz hinten auch immer noch ein Rezept dabei. In diesem Monat ist es eine Smoothie Bowl. Okay, dann werden wir vielleicht das ein oder andere Produkt, was man dafür benutzen kann, auch hier mit drin haben. Ich kann euch das jetzt einfach mal vorlesen, was hier drin steht. Hey du, Happy New Year. Ich hoffe, du bist voller Power und mit guter Laune ins neue Jahr gestartet. Ganz unter dem Motto New Year, New Energy steht auch diese Box. Du entdeckst viele tolle Produkte, mit denen du auch den restlichen Winter noch gut überstehst und dich schon mal auf den Frühling freuen kannst. Zum Beispiel, gut, dann haben wir jetzt hier einen kleinen Einblick, das lese ich jetzt nicht vor. Jetzt steht hier unten noch, vor genau 2 Jahren gab es übrigens meine erste Box und ich bin übrigens seit genau den 2 Jahren schon dabei. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Ob du schon von Anfang an oder erst seit kurzem dabei bist, ich freue mich riesig, dass ich dir mit meinen Lieblingsprodukten aus der Food- und Beauty-Welt eine Freude machen und dir hoffentlich viele Genussmomente bescheren darf. Alles Liebe, deine Sarah. So, dann schauen wir jetzt doch mal, was uns hier drin erwartet. Das Heft will ich jetzt nicht ganz so weit weglegen. Vielleicht muss ich das ein oder andere Produkt nochmal nachschauen. Was mir als nächstes ins Auge springt, ist das hier. Herzlichen Glückwunsch, du hast bei unserer Golden Ticket Aktion gewonnen. Das ist ja geil. Du kannst dich auf eine Überraschung freuen. Das ist richtig cool. Also ich habe dabei sowas ja immer eher weniger Glück. Jetzt habe ich hier schon im kurzen Abstand schon das zweite. Als einer von wenigen Abonnenten gehörst du zu den glücklichen Gewinnern unserer Golden Ticket Aktion und entdeckst in deiner Box ein Zusatzprodukt mit dem veganen Purifying Scrub von Gitti. Können wir dir hoffentlich eine kleine Freude machen. Trage das Peeling einfach mit dem Pinsel auf die Nägel und die Nagelhaut auf, massiere es ein und wasche es mit dem Wasser wieder ab. Viel Spaß beim Ausprobieren. So sieht das Produkt einmal aus. Und ich habe das sogar schon einmal. Das liegt oben in meiner Schublade. Ich habe das jetzt noch nicht ganz so oft benutzt, bin ich ehrlich. Sollte ich vielleicht mal nutzen, weil es ist gar nicht so schlecht. Finde ich cool. Mal gucken, wo ich das Produkt habe. Und ja, ich finde es cool, dass ich mal wieder ein goldenes Ticket gewonnen habe. Das Produkt wird hier irgendwo rumfliegen, zeige ich euch dann gleich, wenn es da ist. Wir fangen hiermit an. Aus das Glas. Gewürz Flower Power. Essbare Dekoblüten zum Toppen. Von Besser im Glas. Und die hatte ich ja schon mal in dem Adventskalender drin. Das finde ich cool. Die habe ich noch übrigens im Backup, aber ich mag sowas total gerne auf Salat oder sowas drauf. Also ich kann es mir vorstellen. Ja, jetzt dann halt im Sommer, wenn wir wieder viel mehr Salat essen, dass ich das halt einfach wieder oben schön auf dem Salat drauf mache, kann man wie gesagt mitessen und es ist echt nicht schlecht. Also ich mag so essbare Blüten. Hier steht noch drauf, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Ab jetzt deine Gerichte.
Ob Smoothie Bowl, Bananenbrot, Matcha Cake oder Sommersalat, wie ich es gesagt habe, die Flower Power darf hier nicht fehlen. Bio-Blättermischung, 20% Rosenblüten, 20% Kornblumenblüten blau, 20% Ringeblüten, Ringeblumenblüten, ja, 5 Gramm haben wir halt hier drin. Ich finde es nicht schlecht, ja, finde ich ganz cool. Ja, kann ich auf jeden Fall schon mal gut gebrauchen. Dann haben wir hier was Schweres, von Just Spices Kichererbsen Curry, Chickpea Curry. Und das kann ich auch definitiv gut gebrauchen. Ich mag ja sowas. Für zwischendurch, wenn man Hunger hat, an einem Wochenende, wenn man abends zu faul ist, noch irgendwas groß zu kochen, sowas ist perfekt. Also Bio-Curry-Soße mit 31% Gemüse. Genau, kann man entweder im Kochtopf machen oder halt in der Mikrowelle erwärmen. Generell mache ich immer sowas im Kochtopf. Und ich könnte mir da halt gut Reis oder sowas vorstellen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das werde ich definitiv auch gerne essen. So, zweites Produkt, was ich schon echt gut finde. Dann haben wir was Großes drin. Und zwar, vielleicht kennt die ein oder andere das schon, haben es bei Instagram oder so gesehen. Three Beers, Erdnuss, Kakao, Granola, hat ja Sarah jetzt vor ein paar Monaten rausgebracht. Es gibt 2 verschiedene Granolas oder 3, ich bin da nicht so ganz drin im Game, ich glaube 2 oder 3 Granolas. Das ist jetzt Knuspermüsli mit Quinoa, Amaranth, Dattelsaft, Konzentrat und gerösteten gehackten Erdnusskern. Das hört sich auf jeden Fall gut an, selber hätte ich mir das ehrlich gesagt nicht gekauft. Sowas kann man da, was weiß ich, in eine Bowl reinpacken oder einfach mit Milch, mit Joghurt essen. So mache ich das in der Regel. Wie gesagt, als Topping kann man es benutzen. Als Crunchy Highlight auf Obst oder Gemüse und so weiter und so fort. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich finde es cool, dass sie jetzt hier ein eigenes Produkt mit reingepackt hat. Und freue mich einfach mal, das essen zu können oder nutzen zu können, ausprobieren zu können, wie man es auch möchte. Das ist schon mal nicht schlecht. So, als nächstes habe ich hier das hier rausgefischt. Nudes, we do we, so you can do. Okay, Kokosnuss-Smoothie mit Bio-Ananas, nur 3 Zutaten ohne Konservierungsstoff, 180 ml. Und ich bin ja jetzt nicht so der Kokosnuss-Fan, das hatte ich euch ja schon ein paar Mal gesagt. In Verbindung mit Ananas erinnert mich das aber so ein bisschen an einen Cocktail, ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, unsere Geschichte steht hier drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Schritt 1 kühlen, Schritt 2 schütteln, Schritt 3 genießen. Genau, also das ist jetzt eigentlich nicht schlecht, ich werde es wahrscheinlich einfach mal testen. Ist ja nicht viel. Ja, bin ich mal gespannt. Was ist denn hier drin? Kokosmilch, Ananas und Rohrzucker. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ist nicht unbedingt mein Ding, aber so mit in Verbindung mit Ananas könnte ich mir das eigentlich gut vorstellen. Ja, schauen wir mal. Also das waren jetzt hier 2, 4 Produkte schon. Ich finde bisher echt, ja, ich bin bisher echt gut begeistert. Wir machen weiter. Hier habe ich jetzt was zum Snacken drin, so wie es aussieht. Und zwar Zero Sugar Added Neo Schoko Bites. Ach, das ist wieder gefährlich. Da kann man da wahrscheinlich wieder nicht aufhören zu essen. Waffelspezialität mit 64% Haselnuss-Kakaofüllung ohne Zuckerzusatz und mit Süßungsmitteln. Ja, ist jetzt bis Juli noch haltbar. Die werde ich mir wahrscheinlich auch mal mit auf die Arbeit nehmen. Sowas habe ich da immer total gerne mit dabei. Kann es einfach nebenbei snacken. Ist ja auch, wie viele Gramm sind denn hier drin? Es steht ja 29 Gramm, also es wird wahrscheinlich innerhalb von 2-3 Stunden auch leer sein. Definitiv. Aber auch ein super Produkt, meiner Meinung nach. Dann habe ich hier von Schems Vitamin C Tuchmaske bis zu 106% mehr Feuchtigkeit. Energy Booster mildert Trockenheitsfältchen, Vitamin B3 und Hyaluronsäure. Alle Hauttypen, hypoallergen und vegan. Ja, ich bin jetzt so mit den Schems Masken nicht unbedingt immer so d'accord. Also wir vertragen uns nicht ganz so gut. Ich muss mal gucken, ob ich die behalte oder ob ich die vielleicht mal einfach mit in eine Verlosung reinpacke. Aber definitiv gehört sowas für mich auch in eine Box mit rein. Ich wurschtel mich hier weiter durch. Dann habe ich hier kühles Köpfchen, veganes Aloe Vera Gel. For People Who Care. Das kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, ich hatte das mal in einer Pambox drin, ne? Vor ein paar Monaten im Sommer. Ist bei mir noch zu. Ich habe es noch nicht aufgemacht, deswegen lasse ich das jetzt auch einmal zu. Ich kann es mir aber vorstellen, dass man, das habe ich ja damals, glaube ich, auch schon gesagt, hier steht es auch nochmal drauf, nach dem Sonnenbaden, nach der Rasur, bei juckender oder trockener Haut. Also ein perfekter Allrounder. Ich kann mir jetzt vorstellen, vor allem, wenn man jetzt im Sommer zu lange in der Sonne war, einen Sonnenbrand bekommen hat, dann das hier drauf und Aloe Vera ist ja sowieso für alles, ne? Und ja, deswegen, ich lasse das hier noch einmal zu. Ich muss mal gucken, ob ich es behalte oder vielleicht auch mal einfach nochmal weitergehe, weil wie gesagt, ich habe noch einmal eins da.
Jedes Produkt spendet ein Quadratmeter Blühwiese. Das finde ich auch schon mal nicht schlecht, ne? So sieht es einmal aus. Ja, aber generell auch ein brauchbares Produkt, ne? Dann haben wir hier noch was drin, ne? Was Goldenes. Golden Glow Augengel Pads, auch von Schäbens. Bis zu 86% reduzierte Augenringe, extra lange Pads, reduzieren Schwellungen für mehr Ausstrahlung, Phytoprotein und Gold. Ja, diese Schäbens Augenpatches mag ich nicht ganz so gerne, weil die rutschen bei mir halt immer runter. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass ich die hier einfach mal an einen von euch verlose oder einfach mit in eine Verlosung reinpacke. Dann habe ich hier von Samion noch ein Sarah-Produkt, die Hyaluronic Eye Cream. Genau, die haben ja auch eigene Produkte, Sarah und ihr Mann. Und von Samion habe ich aktuell einen Toner in Anwendung und ich muss sagen, der ist echt nicht schlecht. Also mir gefällt der persönlich richtig gut, zeige ich euch auch mal im Aufgebraucht-Video. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass wir jetzt hier noch eine Augencreme dabei haben. Parfümfreie und besonders milde Hyaluronic Eye Cream versorgt deine Augenpartie mit dem enthaltenen Hyaluronsäurekomplex und der wertvollen Cupua-Kuhbutter intensiv mit Feuchtigkeit. Die seidig weiche Textur zieht sofort ein und polstert die Haut sichtbar auf. Ja, das hört sich auf jeden Fall definitiv gut an. Ich zeige euch das jetzt einmal. Genau, wir haben halt hier eine Augencreme, ne? Kann man definitiv auch mal meiner Meinung nach gut gebrauchen. Und ich finde es super, dass sie jetzt hier ein eigenes Produkt mit reingepackt hat, dass man es halt einfach mal testen kann. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas habe. Ja, jedenfalls verwirkt sich nämlich nochmal ein extra Produkt und dann, ja, dann war es das auch. Wie gesagt, von Gitti habe ich jetzt hier noch dieses Nail Scrub mit drin. Ich habe ein goldenes Ticket gehabt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob jeder ein goldenes Ticket hat und dieses Produkt hat oder ob er vielleicht irgendein anderes Produkt haben kann. Wenn ihr das haben solltet und ihr vielleicht auch die Box habt und zufälligerweise das Video seht und auch ein goldenes Ticket drin habt, lasst es mich gerne mal wissen, ob ihr das gleiche Produkt jetzt hattet oder ob es da vielleicht irgendwelche Abweichungen gibt. Genau, meine Lieben. Also, wie gesagt, die Box ist leer. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz, ganz schnell alles, was hier drin war und dann kommen wir zu meinem Fazit. Also, wie gesagt, von Gitti. Einmal hier dieses Nagel-Scrub, ne? Wie gesagt, war jetzt ein extra Produkt. Dann habe ich hier ein kühles Köpfchen, veganes Aloe Vera Gel for People Who Care. Finde ich auch nicht schlecht. Dann diese extra Blüten, also essbaren Blüten, diese extra Blüten, diese essbaren Blüten hier. Finde ich ganz cool, kommt definitiv im Sommer wieder auf den Salat drauf. Dann von Samion einmal hier diese Augencreme. Ne? Die ist jetzt auch, freue ich mich drauf. Werde ich definitiv auch benutzen. Dann von Just Spices ein Kichererbsen-Curry, optimal jetzt für zwischendurch, wenn man nicht groß irgendwas kochen möchte. Reis dazu perfekt. Dann Kokosnuss-Smoothie mit Bio-Ananas, bin ich mal gespannt, wie mir der schmecken wird. Ich probiere es einfach mal aus, warum nicht? Man muss ja auch immer mal offen für Neues sein. Dann Neo, diese Schoko-Bites, die relativ schnell 100 leer sein werden, ne? Weil ich mir die dann wieder reinfahre und dann war es aber auch, 29 Gramm. Und dann habe ich noch von Three Bears dieses Granola Erdnuss Kakao von der Sarah. Genau. So, das war's jetzt. Wir hatten jetzt drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte. Wenn ich das extra Produkt für mich weglasse. Nein, gar nicht wahr. Ich habe ja noch zwei Sachen, die habe ich gar nicht gesehen. Gar nicht voll übersehen. Einmal von Schäbens die Golden Glow Augen Patches. Und hier diese Tuchmaske, Vitamin C Tuchmaske. Genau, auch von Schäbens. Ja, also wir haben doch eine recht gute Zusammenstellung, finde ich. Und mir gefällt die Box auch wieder richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich habe es euch ja auch schon mal in einem vorherigen Video gesagt. Mir hat die Box zwischendurch mal nicht so gefallen. Aber ich muss sagen, auch diesen Monat haben wir wieder super Produkte, oder habe ich jetzt hier super Produkte drin, die ich definitiv gebrauchen kann. Wie gesagt, da ist jetzt mal was drin, was ich vielleicht schon mal hatte, was aber generell auch nicht schlecht ist. Hier dieses Aloe Vera Gel, ich will mal gerade schauen, wie lange das eigentlich haltbar ist. Nach Öffnung 12 Monate, also ist optimal. Kann ich mir auch vorstellen, das einfach mal entweder zu verlosen oder mal in der Familie oder bei Freunden weiterzugeben. Das ist richtig cool, dann haben wir was zu futtern hier drin. Wir haben hier Granola, klar, also auch was zu essen, ein bisschen Beauty, essbare Blüten. Ja, mir gefällt die Box wirklich mal wieder richtig, richtig gut. Also meine Lieben, das war es jetzt mit dem Unboxing der Sarah Harrison Box für die nächsten 3 Monate. Die nächste wird dann hier im Mai wieder bei mir zu sehen sein. Lasst es mich, wie gesagt, super gerne wissen, wie euch die Box gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald. Tschüss!